Noch einmal eine Rückblende an die zweite Mahnwache hier in Wien. Ein Vertreter der jungen Linken, ein gewisser Konstantin, hat Folgendes gesagt, und ich zitiere wörtlich: Ich kann nicht in eure Köpfe schauen und eure Gedanken lesen und glaube nicht, dass ihr alle Nazis seid. Doch aber kann ich sagen, dass es verstecktem, unterbewussten Fremdenhass, Ausländerfeindlichkeit und faschistisches Gedankengut in sehr vielen von euch gibt. Und ja, das stimmt. Warum? Weil wir alle Nazis sind? Blödsinn. Nein, weil wir von klein auf in jedem Mainstream-Medium gegeneinander aufgehetzt werden. Ja, Völker, Brüder und Schwestern werden gegeneinander aufgehetzt und Feindbilder werden geschaffen. In den Zeitungen und News-Shows wird man ja ganz bewusst und unverschleiert manipuliert und gegeneinander aufgehetzt. Doch beim Nachrichtenbusiness hört es nicht auf. Man sieht sich einfach nur mal die Hollywood-Filme an. Irgendwann war der Russe der Feind, dann war es der Moslem und jetzt ist wieder der Russe der Feind. Hier werden unbewusst und unverschleiert Feindbilder geschaffen. Warum macht das in dem Fall jetzt Amerika? Ganz einfach, divide et impera, haben die alten Römer schon gesagt. Teile und herrsche. Ein gespaltenes Volk ist halt einfacher zu regieren als ein Volk, was zusammenhält und an einem Strang zieht. Und dazu habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Wir werden gleich feststellen, ob du, also jeder einzelne von euch, manipuliert ist. Daniele Ganser, ein Schweizer Historiker, hat dieses Experiment erfunden. Und ich werde in seine Fußstapfen treten und es auch mit euch machen. Keine Sorge, es tut nicht weh. Also, ich bitte jeden Einzelnen von euch jetzt die Augen zu schließen, außer vielleicht die Kameramänner, das wäre unschlau. Ich werde euch jetzt ein paar Begriffe nennen, drei an der Zahl, und ich möchte, dass ihr euch diese Begriffe vor eurem inneren Auge vorstellt, direkt nachdem ich den Begriff genannt habe. Augen schließen, alle. Ich sehe noch offene Augen, okay. Erster Begriff, Tomate. Wie hat die Tomate ausgesehen? Rot, so wie im Supermarkt? Wahrscheinlich, oder? Ja, nicht überraschend. Davon war auszugehen. Zweiter Begriff, Flugzeug. Wie habt ihr euch das Flugzeug vorgestellt? Weiß, mit zwei großen Flügeln, wie am Flughafen? Davon war auch auszugehen. Dritter Begriff, Terrorist. Jetzt wird's interessant. Habt ihr euch einen Terroristen wie ein LRA-Mitglied, welcher gerade afrikanische Kindersoldaten rekrutiert, vorgestellt? Oder wie ein RAF-Mitglied, der eine Bombe in dem Verlagshaus des Axel Springer-Konzerns detonieren lässt? Oder war es doch so ein böser Mohammed oder Mustafa mit Turban und Bombengürtel oder gar in einem Flugzeug Richtung World Trade Center? Sollte letzteres der Fall sein, keine Sorge, das ist nicht peinlich. Bei den meisten Freunden und Freundinnen, mit denen ich dieses Experiment gemacht habe, ist letzteres der Fall. Die Ergebnisse von Daniele Ganser kommen übrigens auf das circa genau selbe hinaus. Du bist nicht alleine, das ist wichtig. Und vor allem, du bist nicht schuld. Denn wie ich vorher schon gesagt habe, du wirst manipuliert, überall. Ich weiß, dass du kein Rassist mit Vorurteilen bist. Aber du hast sie, beziehungsweise du hast sie noch, die Vorurteile. Und damit meine ich nicht nur die Manipulation in den Medien, die euch manipuliert. Diese ganze NATO-Propagandapresse, da wird nur gelogen. Seitdem ihr ein Kind seid, seid ihr ständiger Manipulation ausgesetzt. Es ist furchtbar, aber ich gebe euch einen Tipp, einen so einfachen Tipp, und trotzdem machen es die wenigsten. Ich zwinge euch zu nichts, aber ich lege es euch sehr nahe. Schmeißt ihn raus, schmeißt den Fernseher raus und dann seid ihr frei.